Willkommen zurück, Freunde der Videospielunterhaltung hier in Peru. Da ich ein sehr guter und ausgezeichneter Mensch bin, möchte ich es vermeiden, dass ihr mit ansehen müsst, wie ich die ganze Zeit hier rumrätsel und gucke, wo es weitergeht. Denn wir haben herausgefunden, dass wir hier in einem großen Berg sind und scheinbar nicht genau wissen, wo wir hin müssen. Naja. Und dann ist mir eingefallen, was ich letzte Woche gesagt hatte. Beziehungsweise, ja, letzte Woche. Und ich sagte, oh, wenn ich rüberspringe über diese Fallen, dann ist bestimmt unter irgendeinem Schatz versteckt. Und ja, da sind Speere, da sind Speere, da sind keine Speere. Ich bin hier wirklich 15 Minuten lang gerade rumgelaufen und habe irgendwo versucht weiterzukommen. Ja, es geht hier unten weiter, Leute. Da kommt man weiter. Hier sind drei Falltüren. Zwei führen zu Stacheln. Und diese hier führt uns weiter ins Land des Spaßes und der Freude. Oh nein! Wie, hä? Ist auch wieder ein Monster-Spawner da? Ist ein Monster-Spawner. Gib mir das. Hey! Hey! Ein Erste-Hilfe-Paket. Nützlich, nun lauf. Oh. In die springen. Oh ja, okay. Wir sind also wieder voll im Spiel. Gut, mal gucken, was uns das hier bringt. Wir ignorieren die kleinen Züngler da unten mal. Okay, das ist ja wieder. Es geht wieder sehr vorwärts. Ich mach das mal kurz, weil das Spiel es nicht tut. Muss ein Fehler der Programmierung sein. Okay, was haben wir hier? Ja, ich vermisse Maussteuerung. Okay, ja. Festhalten, Dr. Jones. Wir können hier einfach rauf, ja? Und das Gerät. Oh Gott. Oben sieht nach einem Schatz aus, das oben sieht nach einer Lücke aus. Ach, da habe ich euch gesehen. Okay, verstehe. Das sieht. Yippie. Aua. Beweglich aus. Guti. Jetzt kommen wir daran vorbei. Das ist doch clever gemacht. Weil da unten sind zwar Schlangen. Quick Save. Aber ich denke mal, der Sturz darunter war genauso ungesund, deswegen ignorieren wir das einfach mal. Da unten kleine Züngler sind. Komme ich darauf irgendwie? Nein. In der Mitte komme ich runter. Komme ich darauf? Gibt es da irgendwas? Vielleicht Geld? Hm? Ein Schatz wäre nicht schlecht. Ah, da scheint es wirklich was zu geben. Und zwar. Nix. Halt doch, ich kann eventuell springen und dann da rankommen. Und davon habe ich dann. Weiß ich nicht, was ich davon habe. Jedenfalls gehe ich nochmal runter und gucke, was wir unten bekommen können. Sage es immer wieder gerne. Ich spiele gerade blind. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und finde alles nebenbei heraus. Also bitte lasst mir Zeit, was zu entdecken. Wenn ich mal nicht sofort irgendwas finde, liegt das nicht daran, weil ich es vielleicht übersehen habe oder sowas, sondern es vielleicht später sehe, beim Schnitt sehe. Und dann, wenn ich es im Schnitt sehe, dann komme ich nochmal wieder. In der Regel mache ich es so, dass ich eine Folge aufnehme, sie dann schneide und dann die nächste Folge aufnehme, weil ich habe da meine Methode. Und ich traue mir nicht, darunter zu gehen, weil das sieht sehr gefährlich für mich aus. Ja, da geht es wieder nur zu unseren Freunden. Okay, wie komme ich jetzt da wieder rauf? Das war jetzt keine gute Idee, ne? Toll, jetzt habe ich zwar einen Schatz, aber ich habe auch Probleme. Naja, so ist das mit der Geldgier.
Na, okidoki. Ich muss dann wohl doch da lang. Oder kann ich mich durch einen gezielten Sprung irgendwo hinretten? Kann da zwar eine Seite mich hinhangeln, aber nicht weiter. Sie könnte weg sein. Sehe ich gerade nicht. Wo? Oh. Indy, nein. Schön gemacht. Jetzt lauf. Und jetzt da lang und da lang und hoch. Hoch. Mach die lustige Animation und hoch. Genau. Geschafft. Machen wir oben einen Long Jump direkt an die Aussparung da heran. Und dann klappt das schon. Kein Problem. Dr. Jones ist Action gewohnt. Und Speichern. Schaffe ich das wirklich? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Nein. Jetzt! Okay. Es geht doch ein bisschen abwärts. Wobei, das sind nur Details. Wie gesagt, es gibt nur einen Weg da unten und der ist so oder so tödlich. Licht. Ja. Hier unter uns war irgendwo der Weg hinein. Guck mal, was wir von da haben, wenn wir so runterhangeln. Moment. Das ist ein Fernseher. Guck mal, ein Fernseher. Da hinten haben wir ein paar Stühle. Ist ja interessant. Es ist in diese wohlbekannte Voraussicht. Er kann durch Wände schauen. Das lernt man irgendwann. Okay, das heißt jetzt fallen lassen und dann gleich springen. Los geht's. Okay, das war wohl anders gedacht. Und zwar so. Yeah. Der Stein da oben macht mir Sorgen. Ach so, es ist dieser eine Stein. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich kann da reinspringen, ne? Ich muss einen besseren Platz finden. Okay, also einfach nur geradeaus. Nicht schneller. Schneller? Der Stein kommt. Vielleicht kann ich das Ding mit der Peitsche bearbeiten. Dann wird die Nase da ein bisschen bearbeitet. The Bam! Clever ausgedacht, Dr. Jones. Okay, was haben wir dadurch gewonnen? Fragezeichen. Ist das ein neuer Weg? Das heißt dann wohl, ja. Schick. Na dann. Hey, Hallöchen. Ah. Das ist problematisch.
Nochmal, nochmal, nochmal. Und hup. Und nochmal ein Hup für euch alle. Okay, dadurch eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten. Also danke, dass ihr so hilfreich seid, ihr lieben Klötzlein. Nochmal. Immer fleißig speichern, Leute, wie im wahren Leben. Was ist das? Ein Schatz. Was haben wir denn hier? RIP. Okay. Nun können wir das machen. Und weiter geht's. Cool. Okay, das sieht schon besser aus. Geschafft. Stört doch nicht. Das ist auffällig, deswegen gehe ich da rum. Guckt euch mal diese interessante Architektur an. Noch eine Statue. Also diese wird Belloc nicht bekommen. Oh oh. Vielleicht doch. Halt. Fluchtrouten angucken. Keine Flucht, oder? Hallo, kleiner lustiger Alien-Schatz. Das riecht geradezu nach einer Falle. Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Alle stirbt, jeder geht tot. Keiner ist mehr da. So. Ja. Guck mal da unten. Texturen. So, mein Freund. Das sieht nicht gut aus. In die Lauf! Oh oh. Ich habe ihn eigentlich von hinten erwartet. Okay, ich habe ihn da gesehen. Oh nein! Was? Es wird immer interessanter, Leute. Oh nein! Und ich laufe nach vorne, ganz offiziell in die Sprengung. Oh, hoffentlich kommt er zurück. Weiter, in die Lauf. Lauf. Oh oh, da presst er auch rein, ne? In die Lauf. Oh oh.
Achso, Peitsche. Indy, lauf! Bitte. Ah, das war doof. Ah. Oh oh. Betrachtet nun eine filmreiche Flucht. Oh nein, ein Stein. Meine Furcht tut sehr groß sein. Hoffentlich kommt der Stein nicht zurück. Oh nein, der Boden bricht ein. Ich muss laufen. Ich höre einen Stein hinter mir grollen. Er hat ich ihm doch keinen Respekt zollen. Oh nein, ein Abgrund. Ich schwinge mich herüber. Ich laufe davon. Da oben ist etwas zum Festhalten. Was da oben ist, vielleicht ein Schatz. Ich spreche immer noch nicht, Hobito. Aber ich glaube, dieses Mal spielt das keine Rolle. Ich denke auch. Hab da fein gemacht. 6 Minuten gefunden, Schätze 7, 98 haben wir eingenommen und ja, viel, viel Geld. Es gibt nicht mehr Sachen für uns. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Wir können jetzt hier unser Geld in Sachen investieren, wie zum Beispiel Erste-Hilfe-Pakete. Mehr verkaufen. Wir müssen es einzeln tun, aus irgendeinem Grund haben wir dann 3 davon. Gegengifte, ja, packen wir ein. Kein Problem. Wir haben genug Munition für alles Mögliche. Das ist auch kein Problem. Granate. Fügen mal Granaten hinzu. Das ist auch kein Problem. Okay, ja. Fertig. Teotihuacan Orkan. Hi. Teotihuacan. Genau. Der Sonnentempel. Nun, sonnig ist es hier drin nicht gerade. Alles klar. So, Leute, wir haben es geschafft. Wie gesagt, ich schneide gerade alles vielleicht sehr seltsam und nicht passend zu den Gegnern und sowas, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo gute Punkte dafür sind. Ich spiele das Spiel blind. Noch immer. Speichern. Und wir speichern auch mal richtig. Spielstand, bitte speichern. Spiel Nummer 1. Bam, bam. Okay, Leute, jetzt geht's los. So, du in Mexiko. Da oben ist was, aber Inja hat seine Brille nicht auf, deswegen kann er sich genau sehen. Und da, Lampenschalen. Immer anzünden, das ist wichtig. Denn dann sieht man mehr. Im Zweiten sieht man noch mehr. Und ich komme, hast schon mal geschafft, komplett leere Schalen zu entzünden. Super. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier komische Säulen. Knopf und eine Tür. Nichts weiter. Da schläft jemand. Ein Verbandskasten. Aha. Nur das macht mir immer Sorgen. Denn man braucht sie meistens dann auch irgendwann, wenn sowas kommt. Mach hier mal Licht an. Narre zücken, Indy. Okay. Was auch immer ich da gehört habe, es ist nicht mehr da, wie es scheint. Oder noch nicht da. Ah. Spinnen. Das sieht bald mehr als Schlangen. Natürlich. Ist Vieh. Theodjukarro. Okay. Die Macht des Speichers. Yeah.
Ist das wieder eine Falle? Ich weiß nicht, warum ich jetzt gewohnt habe, das zu machen. Jetzt, wo ich gelernt habe, wie man Lampen entzündet, das wurde gerade nach dem Brotschneiden erfunden, habe ich auch herausgefunden, wie das Spaß macht. Vorsichtig. Okay. Das ist alles so eng. Da habe ich mal. Was haben wir denn hier? Wieder eine Spinne von hinten? Diesmal nicht. Komisch. Ja. Zwei Truthähne. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Okay. Hi, Scorpio. Hi, Scorpio. Kommt ja auch nach. Für eure Freunde aus Peru. Nee. Okay. Noch, na klar. Sieh sich einer das an. Hat sein Taschengeld hier liegen lassen. Oh, ich bin vergiftet. Das ist ja störend. Manchmal merkt man einfach nicht, dass man vergiftet ist. Auch eine Lampe. Das ist hier ziemlich modular gebaut. Oh, ich hätte gerne drei Module Treppen. Okay, kein Problem. Liefern wir morgen. Sofern sie Prime haben. Lass ich knack einfach mal draußen, ne? Aber noch eine. Unvergiftet. Ja, ist klar. Nee, komm. Oh, eine Spinne. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo bist du? Okay. Indy, ruhig bleiben. Indy, machen Sie mal so sterben. Okay, da oben waren lustige Vögel und hier sind Echsen, Jaguare. Kennt man? Ich als Archäologe sehe die hier ständig. Hm, ja. Oh, Mistviecher. Bam. Ich spring. Bam. Bam geht so. Da? Nein. Okay. Ich würde sagen, es gibt vielleicht einen Erfolg, wenn man das ständig Licht anmacht, aber ist kein Steam-Spiel. Ich habe letztens erst die CDs davon wiedergefunden. Ansonsten spiele ich das ja digital von GOG. Okay, ich habe eigentlich erwartet, dass das beweglich ist. Ist es nicht? Okay. Ich verstehe schon. Ich bin möglicherweise nicht erwünscht. Okay. Erstmal. Aha. Eine Falle? Ja, natürlich. Bang. Guck mal diesen Knopf bitte. Okay. Jetzt geht's wieder auf. Ich bin lieber so der Fernkämpfer. Lightning, erleuchten. Oh, komm, jetzt. Nicht. Erstaunlich. Steine, die wie Zahnräder gearbeitet sind. Faszinierend. Guck mal da, Knöpfe, die wie Flipper-Automaten aussehen.
So, dann schauen wir mal, ob eine Kugel drin ist. Und einmal dran ziehen. Das wird nicht funktionieren. Nicht drücken, ziehen. Dann drehen. Das hat nicht funktioniert. Irgendwas mache ich wohl falsch. Vielleicht braucht das Ding einen Aufsatz und dann kann es ja einfach da zu fest reingehen. Naja, da fragen wir das mal nicht. Warum in das hier? Es ist ein Fahrstuhl. Hatten die Mayas damals, ist alles kein Problem. Oder Inkas, Azteken, wie ihr möchtet. Soll ich überlassen. Ist das ein Fahrstuhl nach oben? Nö. Was ist das? Geld in dem Geld. Und Geld ist mal ein Grund, eine Pistole in die Hand zu nehmen. Das gibt's. Geld gibt's nicht umsonst. Was ist das? Hallo, Falle? Hm. Ach komm schon. Tür auf. So. Dann werden wir jetzt mal da runterfahren. Dann sehen wir uns mal dieses lustige Rätsel an hier. Okay, die Dinge haben sicher irgendeine hochtrabende Bedeutung. Sind die Muster falsch? Anders meine ich unterschiedlich. Das hier könnte so ein Dingens sein. Könnte so ein Bummens sein und lässt sich alle schieben, ne? Ein Fisch. Okay, das Ding da sagt Fisch, Papagei, Jaguar. Fisch, Papagei und Jaguar. Wir machen das mal in der Reihenfolge, ja? Fisch. Das ist schon gerade, was wir in welcher Reihenfolge machen sollen. Fisch, Papagei, Jaguar. Das Fischding ist ganz oben. Es ist hier auch an der Wand. Das könnte ganz oben sein. Das Papageien-Ding ist in der Mitte. So die Zähne. Das Papageien-Ding ist in der Mitte und der Jaguar sollte unten sein. Lass das Ding liegen. Nein, lass das Ding. Ich weiß, wie schnell hier. Weil die hat. Indy. Was ist das? Ein Fisch war da. Doch, da war die Rede. Das ist eine Reihenfolge, wie es runterdrücken soll. Ich weiß es. Wir können auf jeden Fall da runtergehen. Und da unten ist auch was. Vielleicht jetzt mal einen Schatz holen. Und mich hier runterhangeln. Das wäre interessant für mich zu wissen zu tun. Yep. Warum ich da jetzt wieder rauskomme. Naja, vielleicht gibt es ja auch einen Fahrstuhl. Was ist das jetzt? Immer munter her, die Klunke. Vielleicht da jetzt direkt auf der Falle. Kann ich da wieder hochspringen, indem ich geschickt anstelle? Nein, ne? Habe ich nur hier runterfallen lassen. Na, dann halt zum Beinbruch. Okay, nicht ganz. Das ist auch sehr erfreulich. Guck mal, so eine neumodische Dusche wahrscheinlich. Und wo bist du gut? Hi. Ah, okay. Aber die sind laut Bodentextur beweglich. Das habe ich mit Sicherheit gut gemacht. Gibt es da irgendwelche Kommentare zu dem hier? Die schweigt sich aus. Okay. Was passiert jetzt beim zweiten?
vielleicht noch höher. Das wollen wir sicher auch, ne? Wir wollen das da bestimmt ganz dolle oben haben. Deswegen ziehen wir hier nochmal. Ganz dolle oben. Ganz weit oben. Naja, wofür auch immer das gut war, hä? Was ist da mit den Texturen los? Typsteckengemälde, die ich auch bei mir im Schlafzimmer habe anbringen lassen. Ist da was Schicks dahinter? Nö. Nein. Okay, dann gehen wir halt einfach zur Tür. Die war noch einmal wo? Welche Tür habe ich da geöffnet? Wo, und wo ist sie? Weg. Ah ja. So komme ich da raus. Okay. Na bäh. Okay, das ging schon mal besser. Da komme ich rauf. Ah, verstehe. Möchte ich nach da oder möchte ich nach da? Nach da. Ach, Indy. Haben wir gleich kein Problem. Da sehe ich wirklich keine Tür hier. Okidoki. Halt. Oh Gott, da ist die Tür. Ich wollte, muss so wirklich auf die andere Seite. Ah, oh, wie ärgerlich. Habe ich nicht gesehen von dort aus. Das ist wirklich nicht sehr gut. Okay. Upp. Mach mal Licht an. Danke. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen nicht sehr nett. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Wir sehen uns da, wo wir gerade weiterkommen sind. Keine Sorge. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen, euer Nussknacker.